Khedira. Özil. Müller. Özil, Özil, Özil! Die größte Chance für Deutschland. In der 16. Minute mit seinem schwächeren Fuß, mit dem rechten. Als würden ihn die Pfiffe antreiben. Dieser Versuch, vier türkische Spieler zu überlupfen. Es ist gut gegangen. Westermann, Lahm. Müller winkt, er möchte den Ball haben, er kriegt den Ball! Und da ist das 1:0 und das ist Klose. Zuerst den Ball von Müller an die Latte gelenkt und dann Miro Klose. Wer sonst, muss man sich fragen. Viertes Tor bei dieser EM-Qualifikation, kurz vor der Pause. Und es gilt nicht als Auswärtstreffer. Es ist ein Heimtor. Länderspiel, Tor 56. Eine Bayern-Kombination über Lahm, über Thomas Müller, der lange gewinkt hat, dass er den Ball haben will, und über Miroslav Klose. Die Münchner Krisentruppe zuständig für das 1:0. Als würden sie ein Doppelleben führen. Verein und Nationalmannschaft. Speziell er. Fehler von Podolski in der Defensive. Der ist ganz alleine da. Halil Altintop. Joachim Löw flippt fast aus. Das war mit offenem Visier. Kein Abseits. Özil. Gut zurückgelegt. Mann, oh Mann, oh Mann. Lukas Podolski. Den muss er doch machen. Schön die Vorarbeit. Boah. Gibt kaum eine Ausrede, die man einem einfallen würde. Das war sein starker linker Fuß. Jawohl. Nicht der rechte wieder. Khedira. Müller, Khedira, wieder Müller. Eine starke Kombination, die eigentlich glücklich zustande kam. Die haben alle im letzten Moment immer gerade den Ball noch gekriegt. Und es hat doch zu einer schönen Kombination gereicht, aber nicht mehr zu einem platzierten Schuss. Müller, Özil. Weiter geht's mit Lahm. Kein Abseits. Muss er machen. Macht er. Macht er. Macht er, der Özil. Ausgerechnet Özil. Ein Tor mit Ansage. Ein ruhiger Jubel. Ein respektvoller Jubel. Von Mesut Özil. 2:0 für Deutschland. Philipp Lahm, kein Abseits und seelenruhig abgeklärt mit dem starken linken Fuß. Was für eine Geschichte. Ausgerechnet Özil. Ein gellendes Pfeifkonzert. Allerdings sind sie auch stolz hier, die Türken, auf ihren Mesut. Sie sagen immer wieder, unser Mesut spielt bei Real Madrid. Unser Mesut ist WM-Dritter. Als er nahezu freistehend verzog. Klose
Fehler von Volkan, durch die Beine von Volkan. Jetzt gibt es eine Klatsche. 3-0. Ein typischer Volkan zwischen Weltklasse und Slapstick. Das ist deftig, aber Sie sehen das Lächeln. Ja. Klose mit seinem zweiten Tor. Vorher von Müller bedrängt. Gerd Müller spürt immer mehr den heißen Atem von Klose. So, 3-0.